Also mein Name ist Josef Cider. Ich bin der Ghost Walker von Graz. Graz aus diesem Grunde, weil es sich um alte Geschichten, aus der Geschichte der, wie soll ich sagen, der etwas gruseligen, aber doch vergnüglichen Art handelt. Und der Ghost Walk ist seit dem Jahre 2000 in der Altstadt zu sehen. Begonnen hat alles durch einen Hinweis, durch eine dumme Idee eigentlich, da in England die Geister ja allgegenwärtig sind und auch dort Dutzende Geistergeschichten zum Besten gegeben werden, hat mich ein guter Freund ermutigt, da ich ja selbst das leicht zu schreiben und zu spielen vermag, ich solle etwas tun. So habe ich mich in die Recherchen um die Grazer Stadt, um das Land Steiermark begeben, habe mich in der Geschichte umgesehen und bin da gleich auf ein Kuriosum gestoßen, dass die Grazer Geschichte eigentlich erst im Jahre 1800 und ein paar zerquetschte anfängt. Das ist ein Kuriosum deswegen, weil bei der Renovierung des Gemeindehauses die Archive geleert wurden in den Kellern von anderen Häusern in der Innenstadt, und wie dann fertig gebaut wurde, dann hat man vergessen, dass man das Archiv zurückschafft. Und wie man wieder darauf gedacht hat, waren die leider schon alle ein bisschen faul. Heute würde man es kopieren, würde man es fischen oder digitalisieren, aber damals hat man es einfach in die Müll geschmissen. Es ist einfacher, macht weniger Mühe. Aber so ist die Geschichte von Graz nur eine sehr kurze, wenn man es so nehmen möchte. Aber es gibt ja auch andere Quellen. Es gibt ja auch von der Kirche Quellen, es gibt Quellen aus der verschiedensten Ebenen und Ecken. Und Sie sehen, meine lieben Herrschaften, es ist da schon ein wenig Arbeit dafür notwendig, dass man da das Gefühl und die Informationen daraus rauskratzen, kitzeln und kitzeln mag. Ja, und doch war es dann eines Tages soweit. Ich begann meinen Ghostwalk, den allerersten Ghostwalk, und war sehr erstaunt, dass Interesse dafür war. Ja, es dauerte zwar eine Weile, bis die ganze Familie bei mir war. Ich denke, es waren 2 bis 3 Jahre, bis die ganze Familie bei mir war. Also auch die Studierendenherrschaften, nicht nur die Eltern und die Kinder, sondern vorher waren jetzt erst, die Oma wurde vorausgeschickt, dann kam der Opa dazu, dann kam mal die Mama und der Papa, und dann haben sie mal das Kind mitgenommen, und dann zum Schluss kamen auch die großen Kinder. Jetzt sind sie alle da. Und ich freue mich darüber. Und ich hoffe, ich würde mich auch freuen, wenn ihr mich einmal besucht. Übrigens, Informationen, wann und wie ich unterwegs bin. Ghostwalk.at. Das Aufregende an Graz ist eigentlich, wenn man sich umsieht, jedem schon ersichtlich. Und ich habe es auch wieder in der Geschichte für Graz gefunden. Und das hat mein Interesse noch mehr geschärft. Graz wird selbst von Italienern gern besucht, weil es so ein südländisches, italienisches Flair hat. Und da sind wir wieder mittendrin in der Gegenreformation und Reformationszeit, weil sich damals die Stadt gedreht hatte und der Katholik schon eine Seltenheit wurde, hat man aus dem südlichen Nachbarland, aus Italien, die Gegenreformation bereits vollzogen hatten, Soldaten und was alles im Zuge von Soldaten eben mit dabei ist, auch Bauherren, nach Graz geholt, um die Grazer Stadt zu sichern gegenüber den Protestanten, dass nicht zu viele Protestanten in die Stadt hineinkommen. Und ich denke, diesem nachhaltigen Bestreben können wir es verdanken, dass wir heute in einer Stadt unterwegs sind, die doch ein sehr, sehr südländisches Flair beinhaltet. Der Lieblingsplatz in Graz, ja, kann man schon sagen. Ich meine, es ist sehr, sehr nett, ist der ums Franziskanerviertel herum. Das ist, dass man einen Friedhof so schön herrichten kann, das hätte ich mir nie gedacht. Und darauf, dass man so ruhig sitzt, obwohl noch Gebeine darin liegen und die Leute Spaß haben. Und die andere Seite, wo, wie soll ich sagen, für uns bekannt als Bermuda-Dreieck,
wo so mancher verschwunden ist und nicht mehr aufgetaucht. Das ist auch sehr schön, wenn nicht zu viel Schiebe und Gedränge ist. Aus diesem Grund auch, weil diese Plätze noch nicht der modernen, der aktuellen Architektur zum Opfer fielen. Die sind noch zu unbedeutend, dass man sie verschandelt. Leider muss ich das so sagen.